Hallo zusammen, hier sind Dan und Tom von Table Tennis Daily. Heute werfen wir einen Blick auf die Butterfly-App, die gerade für iOS und Android-Geräte erschienen ist. Dies ist die erste offizielle Butterfly-App. In der App gibt es drei Hauptmodule: Übungen, den Match-Tracker und den Katalog. Lasst uns zunächst einmal einen Blick auf die nützliche und innovative Funktion werfen, die Übungen. Es gibt 65 verschiedene Übungen, aufgeteilt in drei Unterkategorien: 1 gegen 1, Balleimer und Krafttraining. Für all diese Kategorien gibt es drei verschiedene Wege, diese zu zeigen. Als erstes zeigen zwei Butterfly-Profispieler in einem Video, wie diese Übung gespielt wird. Die zweite Möglichkeit ist ein Schritt-für-Schritt-Diagramm der Übung. Und dann gibt es die live-animierte Version. Zusätzlich gibt der Chefcoach der Werner Schlager Akademie, Richard Brause, zu jeder Übung Tipps und erklärt, was diese Übung so effektiv macht. In der Kategorie 1 gegen 1 werden 34 verschiedene Übungen aufgelistet. In diesem Review schauen wir uns diese Kategorie genauer an und testen einige Übungen und die App in der Halle. Die erste unserer Übungen ist die 2 gegen 2 Übung mit dem Umlaufen der Rückhand beim siebten Ball. Die zweite Übung ist die unregelmäßige 1 oder 2. Beginnt mit der Rückhand aus der Rückhandseite und dann entweder einer oder zwei Vorhand-Topspins aus der Rückhandseite. Unsere letzte Übung besteht aus Aufschlag, Rückschlag, dann Kurz-Kurzspiel und der freien Vorhand, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Das nächste Modul in der App ist der sogenannte Tracker. Mit dem Tracker kann man ein Tischtennis-Match analysieren, indem man die App mit Daten dazu füttert. Dies ist extrem nützlich für Spieler und Trainer, um einen genauen Einblick in die eigene Leistung zu ermöglichen. Um den Tracker zu benutzen, wählt man das Match-Tab aus, erzeugt einen neuen Ordner, um die Dateien zu speichern. Und dann fügen wir mit Plus ein neues Match hinzu und geben die relevanten Infos dazu in die Felder ein und speichern ab. Wir tippen nun auf das Report-Tab, wo Punkte und Satzdetails dann eingetragen werden. Wenn Dan zum Beispiel den ersten Punkt macht, wählen wir hier Dan aus und geben die Details zu diesem Punkt ein. Welche Art Aufschlag war es, welcher Schnitt und welche Platzierung auf dem Tisch? All das kann mit einfachem Tipp auf den Bildschirm eingegeben werden. Wenn der Ball ins Aus geht, kann man einfach hinter den Tisch oder bei einem Netzball zum Beispiel auf das Netz tippen. Nach dieser Eingabe für den Aufschlag können wir Details für jeden Schlag eingeben und schließlich den Ballwechsel abspeichern mit der Angabe, wie viel Ballberührungen erfolgt sind. Wir haben den Tracker getestet, indem wir ein Fünfsatzmatch gegeneinander gespielt haben und uns dann die Resultate dazu angesehen haben. Hier sind ein paar Highlights dieses Spiels. Wir haben uns bei der Dateneingabe dabei besonders auf Aufschlag und Rückschlag konzentriert. Im Analyse-Tab kann man sich dann dazu die eingegebenen Daten auf zwei Arten anzeigen lassen. Einmal als Liste in der Reihenfolge der Punktgewinne, einmal als detaillierte Ansicht der Ballwechsel.
Hier sieht man auch die Matchdauer, die durchschnittlichen Ballkontakte, die Punktgewinne im Aufschlag und Rückschlag sowie deren Platzierung. Diese Daten können dann zur genauen Analyse auch direkt zu Facebook, zu Twitter oder per E-Mail als Tabelle exportiert werden. Das dritte Modul der App ist der Katalog. Hier kann man in allen Butterfly-Produkten blättern und sich Informationen dazu anzeigen lassen. Neben den drei Grundfunktionen der App gibt es einen Infotab, der Profile der Spieler, ein Newscenter und Hinweise zur Benutzung der App anzeigt. Unser Fazit: Die Funktionalität dieser App ist beeindruckend. Alle Daten der App sind lokal gespeichert. Sie benötigt, einmal installiert, keine Internetverbindung, was sich in der flotten und ruckelfreien Bedienung bemerkbar macht. Die Übungsfunktion war besonders praktisch, da man hier die einzelnen Übungen von Profis auf sehr hohem Level vorgespielt bekommt. Auch der Tracker ist fantastisch, um detaillierte Match-Analysen zu erstellen und aufzubereiten. Bei all diesem hohen Funktionsumfang bleibt die App aber völlig kostenlos für iOS- und Android-Geräte. Wir mögen diese App wirklich und würden jedem empfehlen, sie sich runterzuladen und einmal auszuprobieren. Die App wird permanent verbessert und weiterentwickelt und mit der Zeit wird es noch weitere Features geben werden. Wenn der Ball ins Aus geht, kann man einfach hinter den Tisch oder bei einem Netzball zum Beispiel auf das Netz tippen. Nach dieser Eingabe für den Aufschlag können wir Details für jeden Schlag eingeben und schließlich den Ballwechsel abspeichern mit der Angabe, wie viel Ballberührungen erfolgt sind. Wir haben den Tracker getestet, indem wir ein 5-Satz-Match gegeneinander gespielt haben und uns dann die Resultate dazu angesehen haben. Hier sind ein paar Highlights dieses Spiels. Das nächste Modul in der App ist der sogenannte Tracker. Mit dem Tracker kann man ein Tischtennismatch analysieren, indem man die App mit Daten dazu füttert. Dies ist extrem nützlich für Spieler und Trainer, um einen genauen Einblick in die eigene Leistung zu ermöglichen. Um den Tracker zu benutzen, wählt man das Match-Tab aus, erzeugt einen neuen Ordner, um die Dateien zu speichern. Und dann fügen wir mit Plus ein neues Match hinzu und geben diese die relevanten Infos dazu in die Felder ein und speichern ab. Wir tippen nun auf das Report-Tab, wo Punkte und Satzdetails dann eingetragen werden. Wenn Dan zum Beispiel den ersten Punkt macht, wählen wir hier Dan aus und geben die Details zu diesem Punkt ein. Welche Art Aufschlag war es, welcher Schnitt und welche Platzierung auf dem Tisch. All das kann mit einfachem Tipp auf den Bildschirm verschiedene Übungen aufgelistet. In diesem Review schauen wir uns diese Kategorie genauer an und testen einige Übungen und die App in der Halle. Die erste unserer Übungen ist die 2 gegen 2 Übung mit dem Umlaufen der Rückhand beim siebten Ball. Die zweite Übung ist die unregelmäßige 1 oder 2, beginnt mit der Rückhand aus der Rückhandseite und dann entweder einer oder zwei Vorhand-Topspins aus der Rückhandseite. Unsere letzte Übung besteht aus Aufschlag, Rückschlag, dann Kurz-Kurz-Spiel und der freien Vorhand, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.
Wir haben uns bei der Dateneingabe dabei besonders auf Aufschlag und Rückschlag konzentriert. Im Analyse-Tab kann man sich dann dazu die eingegebenen Daten auf zwei Arten anzeigen lassen. Einmal als Liste in der Reihenfolge der Punktgewinne, einmal als detaillierte Ansicht der Ballwechsel. Hier sieht man auch die Matchdauer, die durchschnittlichen Ballkontakte, die Punktgewinne im Aufschlag und Rückschlag sowie deren Platzierung. Diese Daten können dann zur genauen Analyse auch direkt zu Facebook, zu Twitter oder per E-Mail als Tabelle exportiert werden. Das dritte Modul der App ist der Katalog. Hier kann man in allen Butterfly-Produkten Hallo zusammen, hier sind Dan und Tom von Table Tennis Daily. Heute werfen wir einen Blick auf die Butterfly-App, die gerade für iOS- und Android-Geräte erschienen ist. Dies ist die erste offizielle Butterfly-App. In der App gibt es drei Hauptmodule: Übung, den Match-Tracker und den Katalog. Lasst uns zunächst einmal einen Blick auf die nützliche und innovative Funktion werfen, die Übungen. Es gibt 65 verschiedene Übungen, aufgeteilt in drei Unterkategorien. 1 gegen 1, Balleimer und Krafttraining. Für all diese Kategorien gibt es drei verschiedene Wege, diese zu zeigen. Als erstes zeigen zwei Butterfly-Profispieler in einem Video, wie diese Übung gespielt wird. Die zweite Möglichkeit ist ein Schritt-für-Schritt-Diagramm der Übung. Und dann gibt es die live animierte Version. Zusätzlich gibt der Chefcoach der Werner Schlager Akademie, Richard Brause, zu jeder Übung Tipps und erklärt, was diese Übung so effektiv macht. In der Kategorie 1 gegen 1 werden 34 verschiedene